Schlechte Nachrichten. Dieser Nachteil besteht bei der abschlagsfreien Rente nach 45 Jahren. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, wir beschäftigen uns als gerichtlich zugelassene Rentenberater täglich mit dem gesetzlichen Rentenrecht. Viele Menschen schreiben uns Mails, viele wollen informiert sein. Das ist ein ganz wichtiges Thema, Information zur gesetzlichen Rente. Und wir wollen natürlich, dass Sie immer gut informiert sind, dass Sie immer auf dem Laufenden sind, dass Sie diesen Vorteil auch haben, hier gegenüber Ihrer Rentenversicherung auf gleicher Augenhöhe zu stehen, damit Sie dann auch richtig reagieren können, damit Sie dann auch, bevor Sie eine Rente beantragen, da auch die entsprechenden Schritte einleiten können. Und jetzt haben wir schon zum wiederholten Male E-Mails bekommen, zum Thema abschlagsfreie Rente, Vorteile, Nachteile. Und was gibt es da eigentlich für einen Nachteil, meine Damen und Herren? Es ist relativ einfach. Die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte, das ist die, die Sie unter dem Schlagwort Rente mit oder ab 63 kennen, ist eine abschlagsfreie Rente. Das ist erstmal das Positive. Diese Altersrente können Sie nur in Anspruch nehmen, wenn Sie ein bestimmtes Lebensalter vollendet haben oder einem bestimmten Geburtsjahrgang, einem bestimmten Geburtsjahrgang angehören, ein Lebensalter vollendet haben und 45 Jahre Wartezeit, am besten Beitragszeiten, zu Beginn dieser Rente nachweisen können. Und diese Altersrente ist immer eine vorgezogene Altersrente. Das heißt also, diese Altersrente bekommen Sie in der Regel oder beanspruchen Sie in der Regel immer vor der Regelaltersgrenze. So, meine Damen und Herren, jetzt mache ich Ihnen mal ein ganz einfaches Beispiel, worum es hier eigentlich geht. Der Nachteil liegt dann klar für Sie auf der Hand und das beschreibe ich Ihnen jetzt mal ganz kurz an einem simplen, einfachen Beispiel. Nehmen wir an, Sie sind am 01.01.1964 geboren. Dann können Sie in diese Altersrente erstmals abschlagsfrei zum 01.01.2029 gehen, also in den Ruhestand gehen. Und zwar mit Vollendung des 65. Lebensjahres. Die Regelaltersgrenze liegt aber bei 67. Das heißt, wir haben hier eine Differenz von 2 Jahren. Ja? Also Sie merken sich 2 Jahre. Sie gehen also 2 Jahre früher in Rente, wenn Sie jetzt, als wenn Sie 2 Jahre länger arbeiten würden. Damit liegt der Nachteil dieser vorgezogenen Altersrente klar auf der Hand. Sie ist niedriger als die Regelaltersrente, wenn Sie also sozusagen vom 65. Lebensjahr bis zum 67. Lebensjahr noch 2 Jahre weiter arbeiten würden. Ganz einfaches Beispiel. Sie arbeiten im Jahr 2024 mit einem Einkommen von über 45.000 Euro. Dafür bekommen Sie einen Entgeltpunkt. Ein Entgeltpunkt bedeutet nach dem Rentenwert, der zum 01.07.2024 gilt, eine monatliche Rente von 39 Euro und 32 Cent. Das heißt also, wenn Sie 2 Jahre lang für eben jene über 45.000 Euro Bruttojahreseinkommen arbeiten gehen, dann verlieren Sie Rentenansprüche in Höhe von knapp 80 Euro. Also 39,32 Euro mal 2 sind irgendwas bei knapp 80 Euro. Und diese 80 Euro haben Sie dann weniger an Rentenleistung. Das muss Ihnen klar sein, wenn Sie in diese abschlagsfreie Altersrente gehen. Aber, meine Damen und Herren, diesen Nachteil, den können Sie locker wieder wettmachen. Warum? Ganz einfach. Sie gehen einfach mit dem 65. Lebensjahr in diese abschlagsfreie Altersrente und gehen einfach noch 2 Jahre weiter arbeiten. Zu den gleichen Lohnbedingungen, wie Sie bei Rentenbeginn vorliegen. Denn Sie wissen ja, das haben wir Ihnen ja auch schon sehr häufig gesagt, dass der Hinzuverdienst an eine vorgezogene Altersrente nicht mehr angerechnet wird. Und Sie haben den Vorteil, dass das, was Sie verdienen, noch in zusätzliche Entgeltpunkte umgerechnet wird und Ihnen dann ab Erreichen der Regelaltersgrenze sozusagen oben auf die Rente mit draufgelegt wird und Sie dann diesen Verlust quasi wettgemacht haben, meine Damen und Herren. Das ist sozusagen im Grunde genommen das Ergebnis dessen, wenn man sich mal die Frage betrachtet oder die Frage anschaut, welchen Nachteil habe ich eigentlich, wenn ich in eine vorgezogene, abschlagsfreie Altersrente mit 45 Jahren
Wartezeit gehe. Der einzigste Nachteil, den ich erkennbar habe, ist der, dass ich eine geringere Rente bekomme, als wenn ich weiter arbeiten gehen würde und in die Regelaltersrente später dann gehe. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.